Moin, moin, Leute. Na, wie geht's euch? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im ATS, American Truck Simulator. Und ich weiß nicht, hatte ich es letztes Mal schon angesprochen, letzte Folge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind in Wyoming. Tada! Ihr seht das hier. Sehr schön, sehr schön. Da sind wir angekommen und ich starte jetzt in Everstone und wir nehmen am Event teil. Das Ganze mache ich tatsächlich hier auf dem Multiplayer-Server. Einfach mal, weil ich mal wieder Lust drauf hatte. Ist leider um die Uhrzeit, wo ich jetzt aufnehme, gerade nicht so viel los. Aber Leute, guckt euch das hier an. Das ist das Event. Ja, Christmas Toys of. Nehmen wir dann teil. Regeln, bla bla bla, habe ich mir durchgelesen. Und ja, keine Ahnung. Es ist gar nicht so viel eingeschränkt. Ja, aber macht nichts, nichtsdestotrotz. Ich kann euch auch die Seite verlinken. Dann könnt ihr euch das mal selber durchlesen. Ist in Verbindung mit den Aufträgen, externe Aufträge über World Truck. Ne? Das kennt ihr ja. Das ist mit diesen Auftragsangeboten externe Aufträge. Und dann ist das diese World Truck hier oben. Ne? World Trucks Auftrag, den habe ich angenommen. So, und ja, stehen wir hier. Ich habe den Trailer schon angekoppelt, wie ihr seht. Sind Geschenke geladen für den Weihnachtsmann, ne? Damit die auch pünktlich da sind. Und das Ganze ist tatsächlich so, dass wir in jeder City 1000 Geschenke abliefern müssen. Also nicht wir, aber die Community. Das ist ganz nice. Ist eine riesen Herausforderung und wir können davon alleine 15 Touren beitragen. Und das machen wir auch. Ja? Ja? Ist ein schöner Auflieger. Ah, ich weiß, Leute, wir spielen mal wieder im Dunkeln. Ja. Ich hoffe, dass die Zeit relativ schnell rumgeht. Wie gesagt, ich spiele auf dem Multiplayer-Server. Dass die Zeit ein bisschen anders eingestellt. Die Nacht geht schneller vorbei wie der Tag. Ja, vorschlafen kann ich nicht, nicht auf Multiplayer. Also von daher, so, wollen wir auch nicht lange drum reden. Ich würde sagen, wir fahren mal einfach los. So. Ihr werdet sehen, wir haben keinen KI-Verkehr. Das heißt, wir können ein bisschen freier fahren, wie wir Biege nach wollen. links ab. Oh ja, die Tante ist auch wieder am Start. Ich habe extra jetzt einen Auftrag angenommen, der nicht so, ja, nicht so weit ist, ne? Also, wir wollen es Du ja auch mal musst rechts abbiegen. nicht übertreiben, ne? Biege nach rechts ab. Ja, Bitte rechts halten. wir fahren immer noch den Freightliner. Und wie ihr seht, vielleicht vom letzten Mal, dem einen oder anderen fällt es auf, wenn ihr geguckt habt. Ich habe im Cockpit ein bisschen was verändert. Links halten und dann links abbiegen. Der Tacho ist jetzt digital. Fand ich geil. Biege nach links ab. Ja. Außerdem habe ich mir ein anderes Lenkrad gegönnt. Und ja, das war es eigentlich schon.
Mehr habe ich nicht verändert. Und wie gesagt, die Tour ist jetzt nicht allzu lang. Also alles easy. Werden uns bei 90 einpendeln. Oder ja, machen wir mal so 93, 91, 93 so. Und da können wir, glaube ich, ganz entspannt mitfahren. Sollte uns was entgegenkommen? Ist es tatsächlich ein anderer Spieler? Ob das nun so passiert, ich habe vorhin beim Einloggen geguckt, 800 Spieler passen auf dem Server hier. ATS ist ja nicht so besucht wie Eurotruck. Und ich glaube, es waren keine 20 Spieler da. Also wenn uns einer begegnet, dann werden wir mal ordentlich hupen, ne? Denkt da dran. Na, wir haben ja unsere geile Hupe an dem LKW. Ob ich das jetzt alles tatsächlich im Multiplayer fahre, glaube ich nicht. Ich habe nämlich heute auf YouTube was ganz Leckeres gesehen. Mod. Ja, und ihr wisst, Mods gehen nicht im Multiplayer, also nicht auf dem Truckers MP. Nur wenn ich einen Multiplayer starte und ein Kollege mitmacht und der den Mod aber in seinem Ordner auch mit drin hat, nur dann funktioniert das. Und zwar habe ich gesehen, so einen schönen alten Mac B. Ist auch ein Langschnauzer, aber so ein kleiner, schnuckliger, alter Truck. Und ja, hätte ich schon Bock drauf, den mal ein bisschen zu fahren. Wie gesagt, wenn ich mir den runterlade und fahre, dann werden wir noch einen anständigen Trailer dazu holen. Aber erstmal machen wir jetzt das Event hier. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Alles neue Strecke, Wyoming, neuer Start. Ich bin noch nicht durchgefahren. Ah, hier hinten wieder schöner großer Rastplatz. Na, wie das in den USA so ist. I love it. Huch. So, warum flackern denn die Schilder da so komisch? Vielleicht liegt es am Fernlicht. Dann ist das halt so. Vielleicht sind gerade ein bisschen warm draußen. Und die Luft flimmert. Ja, hat man ja im Sommer manchmal. Auch wie in Deutschland, ja. Wenn man mal so im Sommer, wenn es richtig schön heiß ist, auf den Asphalt guckt. Da flimmert das so. Das ist dann die Hitze. Ist schon erstaunlich.
Ja, Retarder bremst das immer wieder ein. Können auch durchdrücken auf 95. Bitte links halten. Okay. Gehen wir mal links rüber. Okay, wir fahren an der City vorbei. Trotzdem kriegen wir einen ersten Aufenthalt dafür. Finde ich sehr nice. Ja, es wird auch gleich wieder heller. Und da haben wir Bitte es ja auch links schon halten. bald geschafft. Links halten wir uns. Angetäuscht. Es ist noch viel zu erkunden hier. Echt eine Menge. Habe ich glaube Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Sicherlich werden wir den einen oder anderen Aussichtspunkt wieder finden. Also die berühmten Fragezeichen auf der Map. Ja, mal schauen. Leute, ein paar Minuten haben wir noch. Ich mach einen kleinen Cut hier. Wir sehen uns kurz vorm Ziel wieder. Ne? Bis gleich. So, Leute, nicht erschrecken. Ich habe euch wieder dazu geholt. Biege nach links ab. Huch, das war der falsche. Nochmal. So weiß zumindest jeder, wir sind da, ne? So, wir sind kurz vorm Ziel. Von daher habe ich euch mit reingeholt. Jo. Ihr kennt das. Auf Parkplätzen, die noch grau sind, fahre ich immer ganz gerne mal drauf. So haben wir den auch abgehakt. Das ist wieder einer dieser berühmten Rastplätze. I love it, ne? Ah, diese Größe, diese. Ja, dieses. Diese Weite von diesem Land, ne? Das ist erstaunlich, ja. Keiner hat gesagt, dass wir Offroad fahren müssen. Muss ich das nächste Mal mit dem Chef telefonieren. Ich wusste nicht, dass der Weihnachtsmann auf so einer Ranch lebt. Hätte jetzt eher damit gerechnet, dass wir das am Flughafen abgeben müssen. Oder dergleichen. Ja. Demnächst links abbiegen. Natürlich. Oh, was war das denn? Biege nach links ab. Oder was geknutscht? Eigenartig. Schöne Ranch. Yeehaw. Howdy, Partner. Ich bin auch ein Cowboy. But I'm riding not a horse. I'm driving a big truck with many horsepower. Es ist vorbei. Ja, das glaube ich dir sogar. Was macht er denn da?
Dass man alles so das Richtige ist. So. Aha. Aha. Ja, dann tüdeln wir mal den Truck dahin. Und sehen mal zu, dass wir den Auflieger hier loswerden. Ich würde sagen, das passt so. Ja, hier noch mal ein bisschen im Helleren. So sieht das Ganze aus. Achso. So sieht das aus, wenn der Motor läuft, ne? Dann gibt es so eine schöne Leuchte-Animation. Wir packen den Trailer jetzt ab. So. Ausgezeichnet. Wunderbar. Das ist das, was wir wollten. Und wir sehen, aha, wir haben den ersten Auftrag abgeliefert. Wunderbar. Wunderbar. Genauso wollten wir das auch. Und jetzt sehen wir zu, dass wir den nächsten Auftrag an Land kriegen, der hier in der Nähe ist. Ich kümmere mich darum. In der Zeit habt ihr kurz Pause. Bis gleich. So Leute, ich habe euch kurz reingeholt. Ich habe einen Auftrag gefunden, der hier in der Nähe ist. Den holen wir jetzt ab. Und dann fahren wir weiter. Wollt ihr mitkommen? Ja, komm, dann nicht lang schnacken. Lasst uns Gas geben. Kommt ihr kurz mit? Ja. Holen wir uns schnell den Auflieger ab. Ist auch wirklich nicht weit von hier. Ja, und dann fahren wir weiter gen Osten, von Wyoming. Demnächst rechts abbiegen. Ich bin gespannt, was eben schön ist jetzt für euch. Biege nach rechts ab. Es wird hell, ne? Biege nach links ab. Mich würde interessieren, gefällt euch das eher im Singleplayer, eben mit Immer KI-Verkehr und so? geradeaus. Oder sagt ihr, ach, das ist egal? Oder sagt ihr, nur Multiplayer ist schon interessant, aber es sollte halt mehr los sein? Also, wenn wir Euro Truck vielleicht Multiplayer fahren und den ATS aufgrund der doch recht geringen Rechts halten und dann rechts abbiegen. Serverauslastung vielleicht Biege nach weiter im rechts ab. Singleplayer. Was ich mir auch schon so überlegt habe, Links eben halten und dann links abbiegen. einfach auch aufgrund der Tatsache, dann Biege nach links ab. im ATS dann doch mal vielleicht den ein oder anderen Mod spielen. Klar, das kann man im ETS auch, aber Immer geradeaus. da muss man immer an die Mods wieder rein, raus und das ist dann so ein bisschen. Weil im Euro Truck auf dem Multiplayer, da geht man doch eher drauf, ne? Ist tatsächlich so. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und wer jetzt sagt, du fährst ja viel zu schnell in der City, ja. Biege nach rechts ab. Ich weiß. Aber wir wollen ja auch ankommen. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. So. Hier endet es. Ne, hier fängt es richtig an. So, da steht unser Auflieger. Den wollen wir jetzt mitnehmen. Oh. Nein. Na, jetzt hätte ich aber beinahe schon Panik gekriegt.
dass wir da nicht mehr rauskommen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr einschlagen. Oh, ich glaube, das wird nichts. Langsam. Ja, hat geklappt. Okay, wir fahren los. So, dann satteln wir den an. Ne? Ja, auch der leuchtet recht schön. Ist ein dunkler. Gibt es auch in Rot. Ja. Mehr kann ich da nicht. Kann auch sein, dass noch Auflieger mit Dreiachsauflieger sind. Also Tridem. Jetzt nicht so wie wir jetzt haben, so ein Tandem, ne? Also zwei Achsen hinten. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. So. Ach, komm schnell rüber. Jawohl. Ah, doch. Ah, habt ihr nicht gesehen. Ja, Leute, wie ihr seht, es geht weiter Richtung Osten. Ich werde ein paar Kilometerchen fahren. Und schalte euch dann. Bitte links halten. Na, ich sag mal so auf der Hälfte ungefähr. Ja, wäre das was? So auf der Hälfte zu sagen, okay, schalte ich euch wieder dazu. Boah, jetzt mache ich aber Scheiße, ja. So, eine lustige Verkehrsführung hier. Oh, da hinten qualmt es. Nach, da sind doch bestimmt irgendwelche Ölfelder, oder? Sieht stark danach aus. So, wir geben Gas. Ihr macht eine kleine Pause. Ich hole euch gleich wieder dazu. Leute, ich habe euch wieder dazu geholt. Ich finde es jetzt wird's langsam landwirtschaftlich auch recht interessant hier. Wie gesagt, wir fahren recht weit in den Osten von Wyoming. Happy Jack. Und ja. Ich sag mal so, das Stück hier will ich euch nicht vorenthalten. Hier rechts geht's nach Happy Jack. Ja, wir fahren schön hier auf den Highway. Dreispurig. Gefällt mir sehr. Aha. Es wird zweispurig. 75 Meilen sind hier erlaubt. Das ist schon nicht schlecht. 75 Meilen ist schon eine Ansage. Oh, auf dem Navi können wir auch schon das Ziel erkennen. Ah, wir sind super in der Zeit. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Alles klar. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
Machen wir so, links, rechts, kommt nix. Dann können wir ja los. Bitte rechts halten. So, wir müssen noch mal gucken, wie sieht es mit dem Sprit aus. Oh, sieht ganz gut aus. Links halten und dann links abbiegen. Hoch. Immer den falschen Biege Knopf. nach links ab. Was? Das war doch grün, oder Biege nicht? nach links ab. Och Leute. Langsam gehe ich aber pleite hier ran. Ach, gucke mal. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Wollen wir mal an den Schrank gefahren? Ah, danke schön. Und rechts kannst du einfach dran vorbeiziehen. Naja, aber für die Geschenke vom Weihnachtsmann oder für den Weihnachtsmann geht natürlich jede Schranke auf. Ist ja ganz klar. Also. Oh, das ist aber ein großes Depot hier. Nicht schlecht. Natürlich von Wolbert, Das ganz war eine klar. schöne Fahrt. Oh, danke. Ja, sehr schön, Leute. Haben wir es auch geschafft? Wo schickt uns denn hin? Naja, das machen wir mit. Ja, obwohl das ziemlich egal ist. Wupp. Jawohl. Und fortfahren. Und ihr seht, wir haben den zweiten von 15 hier oben erreicht. Ist das nicht schön? So. Ich drehe hier. Ja, moin. So, ich werde mir hier einen Kaffee holen. Und für euch heißt das jetzt Winke Winke. Ich sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, habt ihr Bock drauf, lasst einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke. Oder ganz, ganz wichtig, abonniert den Channel, damit ich sehe, Content passt. Ich habe weiter Bock drauf. Ich mache das hier mit euch. Zieh das Ding durch hier, Wyoming und die Eventaufträge. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.